Nachdem du deine Bitcoin gekauft hast, überlegst du dir natürlich, wie du am besten diese Bitcoin verwahren, sicher aufbewahren kannst. Und wenn du absolut sicher sein möchtest, dann kann man hier nur die Multisignatur-Wallet empfehlen, wo du 2 von 3 oder 3 von 5 oder 1 von 2 Hardware-Wallets hast, die du am besten jeweils an verschiedenen Locations, an verschiedenen Orten aufbewahrst, sodass, falls zum Beispiel jemand bei dir einbrechen sollte, kann der Einbrecher überhaupt nicht diese Bitcoin bewegen oder senden oder sonst irgendwie, weil du brauchst auf jeden Fall also wenn es zum Beispiel 2 von 3 sind, 2 von den 3 Hardware-Geräten. Und wenn diese Hardware-Geräte nicht am gleichen Ort sind, kann damit auch nichts mehr passieren. Das heißt, du müsstest dann selbst diesen zweiten Hardware-Wallet von den 3 zum Beispiel also dir holen und die Transaktionen dann validieren, verifizieren oder bestätigen. Ja. So, und aus diesem Grund möchte ich jetzt nur ausschließlich ein Video machen, ein Tutorial über das Lily Wallet, wobei ich da die Nutzerfreundlichkeit extrem gut finde. Da hat sich ein Produktentwickler wirklich die Zeit und die Mühe und wirklich die Herzensenergie genommen und hat das kostenlos zur Verfügung gestellt und vor allem wirklich die Schnittstelle sozusagen oder die Oberfläche, Schnittstellenoberfläche oder die Interaktion mit diesem mit dieser Software, mit dieser Applikation ist extrem einfach und besonders eben auch für Bitcoin-Beginner oder Bitcoin-Noobs, wie man schon sagt, also für den durchschnittlichen Nutzer, wie die durchschnittliche Nutzerin, extrem gut geeignet. Ja, willkommen zur Total Bitcoin Podcast Show. Mein Name ist Kevan Davani, der Total Connector, und wir sehen uns gleich. Hallo, herzlich willkommen zur Total Bitcoin Podcast Show noch einmal, und ich möchte dir ja das Lily Wallet vorstellen. Und zwar kannst du auf der Webseite lily.kevinmalkrone.com, das werde ich alle in den Shownotes noch hinzufügen, finden zum Downloaden. Du kannst auch den Produktentwickler auch finden, nämlich unter dem Namen Kevin Malkrone. Aber die Website bzw. die Twitter-Seite ist einfach Lily Wallet zusammengeschrieben. Ja. Das werde ich auch noch in den Shownotes hinzufügen. Gut, also bevor wir das sozusagen besprechen, nachdem jetzt der Ben von BTC Sessions das schon wirklich ausführlich gut gemacht hat und auch noch dazu mit den Hardware-Wallets gearbeitet hat, die ich jetzt noch nicht habe, beziehungsweise ich nicht wirklich mich anfreunden kann. Das eine ist das Ledger, aber das sind Geschmacksfragen. Da ist an jedem das selbst überlassen. Es gibt natürlich Kritikpunkte von technischen Experten, aber darauf möchte ich mich gar nicht einlassen jetzt, ob das jetzt Open Source ist oder nicht und so weiter. Aber mir geht es wahrscheinlich mehr um die Haptik. Und natürlich Cold Card Wallet. Die Cold Card Wallet, dazu habe ich eine deutschsprachige Übersetzung gemacht für Conkite. Das werde ich auch noch den Playlist-Link in den Shownotes hinzufügen. Das sind 19 Videos und es werden aber noch ein paar noch hinzukommen, die ich noch in weiterer Folge übersetzen werde auf CoinKite. Also Coldcard ist wirklich für die eingefleischten Bitcoiner schon, die, sage ich mal, ein bisschen schon mehr Erfahrung haben, ein bisschen mehr, sage ich mal, paranoid sind, wirklich viel achtsamer sind und absolute Aufmerksamkeit auf Sicherheit setzen und Security eben. Und ja, also wir werden das jetzt einfach Schritt für Schritt, wobei ich das jetzt ein bisschen runterbrechen werde, weil das Video von Ben von BTC Sessions ist etwas lang, aber er hat dann wirklich eine fantastische Arbeit hier gemacht. Und nachdem wir das Rad nicht neu erfinden müssen, möchte ich einfach Schritt für Schritt ja, dir die Instruktionen quasi erklären. Aber falls du, wie gesagt, überhaupt noch keine Erfahrung mit Hardware-Wallets hast, dann kann ich dir nur empfehlen, dich damit vertraut zu machen, sei es jetzt Trezor, Ledger
Und Cold Card. Es werden noch weitere, vor allem für das Lily Wallet, noch weitere Hardware Wallets noch hinzugefügt werden, die du dann quasi als für das Erstellen eines Multisig Wallets nutzen kannst. Also sobald du auf der Website bist, lily.kevinmalcrone.com, dann hast du quasi die Software downgeloadet. Und ja, und dann öffnet sich hier ein Fenster und das schaut dann etwas so aus, ja. Also das schaut so aus, ja. Lily Wallet, Load Wallet oder New Account oder neues Konto. Leider ist es bis dato ist es alles natürlich auf Englisch, aber ich denke mir, damit wirst du dich auch schon zurechtfinden. Load Wallet bedeutet, wenn du schon zuvor schon eine Konfigurationsdatei hast, also schon ein Konto oder quasi ein Konto oder ein Wallet schon erstellt hast, und dann würdest du quasi die Konfigurationsdatei importieren und mit dem dann weiterarbeiten. Aber in dem Fall wird einfach ein neues Konto erstellt. Also wir machen neues Konto. Und zwar gibt es ein einfaches Wallet, also man nennt das auch ein Hot Wallet, ja, aber hier im konkreten Fall beschäftigen wir uns nur mit dem Vault oder Multisignatur Wallet, das heißt 1 von 2, 2 von 2 von 3, du kannst auch 5 Hardware Wallets, ja, hinzufügen, also es ist wirklich dir überlassen, aber im konkreten Fall geht es hier jetzt also um insgesamt 3 Hardware Wallets benutzt der Ben in diesem konkreten Beispiel, wobei er dann sozusagen 2 von 3 dann daraus macht. Gut, also man geht dann auf Vault, du gehst auf Vault, gibst denn zuvor ein Vault-Namen, also ein Multisignatur-Wallet, einfach irgendeine Bezeichnung, einen Namen ein. Dann eben fragt die Software nach dem ersten Hardware-Gerät, nach dem ersten Hardware-Wallet. Falls es nicht angesteckt ist, zeigt er dir das an, indem dir angezeigt wird, No Devices Detected, es wird kein Gerät erkannt. Also musst du entweder, also eines von diesen Hardware-Geräten, die du hast, mal anschließen, ob das jetzt Trezor, Ledger oder Coldcard ist. Wie gesagt, das kommt jetzt auch auf deinen Erfahrungswerte an und wie erfahren du bist und was, ja, das ist einfach eine Geschmackssache, würde ich auch sagen. Ja. Also Trezor ist auf jeden Fall leicht zu bedienen, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und Coldcard, mit dem werde ich mich noch in weiterer Folge noch beschäftigen. So, also du steckst mal das erste Gerät an. Im konkreten Fall hier hat er ein Ledger und ein Ledger Nano X verwendet. Also für die ersten zwei und für das dritte ein Cold Card. Also Scan for Devices. Ja, dann gehst du eben auf, dann zeigt er das an, Ledger, dann klickst du hinein und dann holt sich die Software den erweiterten öffentlichen Schlüssel. Also nicht den Privatschlüssel natürlich, ja, sondern den erweiterten öffentlichen Schlüssel und importiert das Ganze in das System hinein. Dann klickst du hinein, konfiguriert das Ganze und dann machst du einen Schritt nach dem anderen eben. So, und dann nimmt er das zweite. Und da musst du wieder, so wie auch bei Trezor oder wie bei jedem anderen Hardware-Gerät, natürlich auf dem Gerät selbst den PIN eingeben, sodass du es freimachen kannst. Und dann zeigt er das hier wiederum an. Das ist das zweite, quasi im konkreten Fall der zweite Ledger. Und beim dritten hat er, als drittes Hardware hat er die Cold Card genommen, wobei du das natürlich anschließen kannst, aber wenn du ganz wirklich absolut sicher und ultimativer Bitcoiner bist und paranoid bist, machst du das Ganze natürlich mit der Micro SD-Karte, die du dann quasi rein und raus steckst und dir auf dem Gerät zunächst mal auf Setting, Multisig und dann Xpub importieren,
Und das Ganze wird dann abgespeichert auf der MicroSD-Karte. Die MicroSD-Karte nimmst du dann heraus aus dem Cold Card Wallet und steckst das Ganze natürlich in den Computer. Und ich spule da jetzt ein bisschen vor, weil es ein bisschen langwierig ist. Wobei der Ben da natürlich wirklich eine Serie von wirklich exzellenten, hochqualitativen Tutorials macht. Und ich habe mir eben gedacht, nachdem ich jetzt selber auch kein Ledger habe und kein Cold Card, aber falls du eins haben solltest, dann wäre das für dich natürlich hilfreich und nützlich, wenn ich das einfach mehr oder weniger eins zu eins oder sinngemäß für dich übersetze. So, da hat er jetzt die MicroSD-Karte quasi, nachdem er jetzt diese XPub dann auf die MicroSD-Karte gespeichert hat, aus dem Cold Card herausgenommen, in den Computer reingesteckt und das Ganze dann rübergezogen, importiert quasi in das zu erstellende Lily Wallet. Ja? Und das sieht man schon. Ja. Das heißt, du bräuchtest es, wie gesagt, nicht mit der MicroSD-Karte, aber du könntest es auch einfach mit einem sicheren Kabel einfach anschließen. Und hier wählt er einfach aus. Hier hat er insgesamt drei Hardware-Wallets und er wählt zwei von drei aus. Das heißt, er fragt dich, dann bestätigst du das Ganze mit Confirm und gibst ein Passwort ein. Wie gesagt, das ist der einzige, vielleicht einer der wenigen Kritikpunkte, die ich habe oder überhaupt, ich habe eigentlich bis jetzt nur einen Kritikpunkt. Beim Erstellen des Passwortes kannst du nicht sehen, welches Passwort du da eingibst. Also es ist punktiert, du siehst nur die Punkte und es wird auch nicht nach einer neuen bestätigen. Das heißt, du musst wirklich darauf achten. Ich meine, falls du einen Fehler machen solltest, kannst du im Nachhinein wieder den ganzen Prozess wiederholen. Aber du siehst nicht quasi, während du das eintippst, ja, in das Feld Passwort, siehst du nicht, welches Passwort du da eingibst und wirst auch nicht da. Normalerweise wirst du bei solchen Prozessen, bei solchen Prozedere, wirst du ja gefragt, okay, gibt es noch einmal einen als Bestätigung? Wie auch immer. Dann ist das Ganze dann das Setup erfolgreich. Hier kannst du gleich die Konfigurationsdatei, was ich glaube ich auch schon empfehlen würde, gleich herunterzuladen, falls du das quasi für eine andere Software, wie zum Beispiel Unchained Capital Caravan, importieren möchtest. Oder überhaupt als Sicherheit einfach, ja. Gut, jetzt hat er das Ganze erstellt. Das Wallet ist jetzt fertig. Also das Vault oder Multisig. Ja. Bei ihm heißt es BTC Sessions. So, und da hat er gleich, da zeigt er dir die Konfigurationsdatei, die er downgeloadet hat zuvor. So, und da hat er schon nämlich schon einige Transaktionen schon als Demo schon zuvor gemacht. So, und da kannst du eben bei Settings, ja, kannst du die Cold Card Datei herunterladen, ja. Wobei du kannst auch hier, also die, wie gesagt, das führt jetzt ein bisschen zu ins Detail mit der Caravan Datei. Das ist eben eine andere Software, genauso wo du Multisig erstellen kannst von Unchained Capital. So, und da hat er eben die Cold Card Datei jetzt runtergeladen, in sein Cold Card hineingesteckt. Und ja, und somit kann er das Ganze auf seine Cold Card dann einsehen und bestätigen. Und als weiteres wird er jetzt die Transaktionen jetzt durchführen. Da kannst du eben bei Settings eben die derzeitige Konfigurationsdateien downloaden. Wird das nochmal hier angezeigt. So, und da zeigt er dir die verschiedenen Transaktionen.
Hier kannst du bei Settings verschiedenste Funktionen einsehen, also die Adressen einsehen, die UTXOs, also die Unspent Transaction Outputs im Zusammenhang mit diesem Vault. So, jetzt zeigt, und jetzt wird die erste Transaktion gezeigt, nämlich eine Transaktion zu empfangen, also ein Bit, einen kleinen Bitcoin-Betrag zu empfangen. Also er zeigt er an mit Empfängeradresse, QR-Code und er macht diese Transaktion mit im Zusammenspiel mit einem Blue Wallet auf seinem Handy. Also da hat er eben eine Empfängeradresse auf Lily Wallet generiert mit Adresse und QR-Code. Mit der Lily Wallet tut er das Ganze scannen, ja, mit der Blue Wallet. So, ich spule ein bisschen jetzt vor. Somit hat er das Ganze jetzt mal empfangen. Es ist noch immer unbestätigt, aber nach einer gewissen Zeit wird das Ganze dann bestätigt. Und hier zeigt er als nächstes eben, wie man eine Transaktion mit Multisig sendet. Also hier siehst du, da geht er auf Senden, ja, Send Bitcoin to, da gibst du eben die Adresse ein. Hier macht er das gleiche wieder mit Bitcoin Wallet. Entschuldigung, mit dem Blue Wallet und er generiert einen QR-Code, eine Empfängeradresse auf Blue Wallet und pastet das Ganze dann hinein in diese Empfängeradresse in der Sendungsfunktion. Gibt einen kleinen Betrag halt hinein. So. Und dann eben musst du das Ganze eben mit 2 von 3, nachdem es so ein 2 von 3 Geräten ist, bestätigen. Einmal mit Ledger macht er das und einmal mit Hardware, mit der Cold Card. Das Ledger ist unkompliziert, es ist ja schon angeschlossen bei ihm. Das bestätigt er einfach mit dem PIN und dem Betrag natürlich, also deshalb ist es ja auch wirklich sicher, weil du alles, sämtliche Schritte da auch auf dem Gerät selbst bestätigst. Ja? Den Betrag, die UTXO-Adresse und so weiter. So, und dann macht er das eben mit der Cold Card. Da, im Prinzip könnte das jetzt ohne das mit der MicroSD-Karte zu machen, einfach nachdem es angeschlossen, wenn es angeschlossen wäre. Aber in dem Fall zeigt er das, wie man es auf ganz sicher macht. Er geht auf diese drei Punkte da oben bei Transaction Summary. Die drei Punkte geht auf Download PSBT, also Partially Signed Bitcoin Transaction. Und der Download ist complete, also vollendet. Er nimmt dann, das Ganze ist dann auf der MicroSD-Karte jetzt gespeichert. Dann schiebt er das Ganze rüber, eben vom Desktop auf die MicroSD-Karte. Jetzt nimmt er die, also beziehungsweise, ja, also er nimmt die MicroSD-Karte und steckt sie jetzt in die Cold Card hinein und dadurch wird jetzt die Transaktion jetzt vervollständigt und bestätigt, eben und zwar ganz sicher, weil er eben ohne daran angeschlossen zu sein, einfach von der MicroSD-Karte, vom Desktop quasi, ja, in die Cold Card hineingeschoben hat und die Transaktion jetzt mit 2 von 3 Hardware-Wallets jetzt somit bestätigt hat, validiert hat. Gut. Ja, da zeigte der noch einmal einfach nur der Erklärung halber, wie diese PSBT-Datei ausschaut. Also nur Details am Rande. Und er könnte, wie gesagt, ganz normal auch wie beim Trezor oder Ledger angeschlossen mit dem USB-Kabel das Ganze auch auf dem Gerät selbst bestätigen.
Aber für die ganz vorsichtigen Paranoiden kann man natürlich mit der MicroSD-Karte. Und hier kannst du eben auch die Transaktion dann nochmal einsehen, die broadcast wurde, die ausgestrahlt wurde. Ja, und hier siehst du dann checkt er das Ganze auf seinem Blue Wallet, ob alles stimmt, die Transaktion kommt hinein, ist noch vielleicht unbestätigt am Anfang und dann wird es bestätigt. Und das kannst du dann alles dann einsehen. Gut, du kannst natürlich auch die Konfigurationsdatei nehmen und das Ganze dann testen, indem du noch einmal in das Lily Wallet das importierst, den Pass, das richtige Passwort da eingibst, das du zuvor eingegeben hast und dann quasi dein Wallet dann aufmachen. Also es ist wirklich extrem nutzerfreundlich. Die Schnittstelle, die Oberfläche ist wirklich absolut gut gemacht. Und es ist auch wirklich für jeden Bitcoin-Beginner, Bitcoin-Anfänger oder für jede Anfängerin besonders gut geeignet. Und ja, und du kannst natürlich auch dein Lily Wallet Konfigurationsdatei in Unchained Capitals Caravan auch importieren. Und indem du hier Download Caravan File gehst, wenn du das für das Multisig Wallet im Unchained Capital Caravan verwenden möchtest oder aufmachen möchtest und dort die Transaktionen weiter bedienen möchtest. Das zeigt er dir eben mit der Datei, die er jetzt downgeloadet hat. Dann geht er eben auf Unchained Capital, github.io/caravan, also und gehst auf Wallet da und kannst eben diese Konfigurationsdateien importieren. Das Einzige, was bis jetzt bei mir noch nicht funktioniert hat beim Unchained Capital Caravan, ist sozusagen das Multisig Wallet mit einem eigenen Full Node bzw. eben konkret mit MyNode zu verbinden. Da gibt es noch immer Netzwerkfehler, aber du kannst dennoch, das ist einfach nur zwecks für die Erhöhung, für die absolute Privatsphäre, damit du auch eben alles selbst über deinen eigenen Node verifizieren, validieren kannst. Sonst ist es über das Mainnet oder über das öffentliche Netzwerk auch möglich. Ja, also wirklich Hut ab. Man kann nur sagen, also danke nochmal an Ben von BTC Sessions, eine wirklich großartige Arbeit hier geleistet, hochqualitativ. Und ich kann Ihnen empfehlen, falls du mit der Cold Card, wie gesagt, noch nicht vertraut bist, ich übrigens auch noch nicht so, also jetzt physisch jetzt gesehen, ich warte noch, es ist schon versendet worden, aber ich muss es mir noch abholen und dann würde ich vielleicht noch weitere Videos dazu machen. Aber zurzeit kannst du, wenn du ein Lily Wallet machen möchtest, erstellen möchtest, dann kannst du mit Trezor, Ledger und Coldcard arbeiten, beziehungsweise ein Multisignatur-Wallet erstellen und es werden noch weitere Wallets hinzugefügt. Also ich habe gehört, dass Kobo Vault noch hinzugefügt wird und ja, und noch vielleicht noch Bitbox, ja, von Shapeshift Crypto. Also das ist sicher auch wirklich ein sehr gutes Wallet, ja. Und falls du noch zu den Eigenschaften lesen möchtest, da kann ich dir, wie gesagt, das werde ich halt in den Shownotes hinzufügen, github.com/kbc/li-wallet. Und das ist eben die Eigenschaft Multisignatur Wallet, die SegWit, welche kompatiblen Adressen hier, BEC32 SegWit-Adressen werden hier verwendet und so weiter. Ja, und da steht immer auch die Hardware-Wallets, die benutzt werden können. Lily Wallet, wie gesagt, kannst du finden auf der Website lily.kevinmalcolm.com. Du kannst auch auf Twitter das Ganze verfolgen, Lily Wallet. Und Ben Prentice, wie gesagt,
BTC, Entschuldigung, nicht Ben Prentice, ich verwechsel immer mit dem Ben Prentice, der What the Fuck Happened 1971, also wo er diese Abkopplung von Gold irgendwie die Ursachen für diesen ganzen Wahnsinn, der zurzeit abläuft, auch zeigt, sondern ich meine den Ben von BTC Sessions. Und den kannst du auch auf Twitter finden, auf BTC Sessions auf Twitter. Ja, das war's dann eigentlich schon. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich konnte dir einiges erklären. Vor allem auch von meinen deutschsprachigen Followers, Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuseher, Zuseherinnen. Und falls du irgendwie Fragen haben solltest, meine DMs, also Direct Messages sind offen auf Twitter, LinkedIn, Telegram, The Total Connector oder Kevan Davani. Kannst mich auch auf Facebook finden. Twitter-Handle ist Kevan Davani. Bitte liken, kannst mich dabei unterstützen, indem du es likest, abonnierst, teilst auf Twitter, LinkedIn, Facebook, wo auch immer, mein Podcast-Plattform anchor.fm/kevandavani abonnierst oder ein positiver Kommentar vielleicht schreibst und auf YouTube bitte auch liken, abonnieren. Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung. Falls du Fragen haben solltest oder irgendwelche Ideen, welche Gäste ich für die nächsten Interviews oder Shows haben sollte, dann lass es mich wissen. Meine E-Mail-Adresse ist hello@thetotalconnector.com und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald.